Und ich möchte vielleicht mal ein Problem hier darstellen. Eine Mail, die uns hier mal erreichte, die eine Aussage eines hochrangigen Bundeswehrbeamten enthielt. Ich will nicht sagen, in welchem Rang er war. Die Presse berichtet ja schon fast begeistert darüber, dass in der Ukraine sämtliche Bürger, die es wollen natürlich, mit Waffen und Handgranaten ausgerüstet werden. Sie sollen sich gegenüber den russischen Angreifern entgegenstellen. Man muss hier aber auch einen Umstand kennen. Nach der Haager Landkriegsordnung und dem Völkerrecht definiert sich ein bewaffneter Zivilist nicht als Soldat, sondern als sogenannter Freischärler. Und das hat Probleme, die mit sich kommen. Das bedeutet nämlich, er muss weder in Gefangenschaft genommen werden, wenn er auffliegt, beispielsweise von den Gegnern, noch in irgendeiner Weise versorgt werden. Ihm droht schlicht und ergreifend das Standgericht. Jeder, der also quasi als Nichtsoldat mit einer Waffe um sich schießt, muss das wissen, auch wenn es in Verzweiflung ist. Also man würde damit große zivile Opfer geradezu erzwingen, so sagt dieser höchste Bundeswehrangehörige, zwischen den Zeilen und hinter den Kulissen natürlich. Denn was würde eigentlich passieren, wenn der erste Zivilist eine Handgranate auf einen russischen Mannschaftstransporter geschleudert hätte? Von da an würden die russischen Soldaten vermutlich jeden Zivilisten, der sich ihnen nähert, als potenziellen Angreifer ansehen. Die daraus resultierenden Konsequenzen dürften jedem klar denkenden Menschen die Nackenhaare zu Berge steigen lassen. Und leider hört man wie gar nichts von diesen im Kriegsrausch befindlichen Presseorganen über diesen Umstand, welche ja enorme Konsequenzen mit sich bringen würde. Naja, wir sind ja in den letzten 20 Jahren auch nicht kriegsfrei gewesen in Europa. Der Ukraine-Krieg oder die kriegerischen Probleme, die dort auftreten, das Unrecht, die Grabenkämpfe untereinander, die sind ja nun schon relativ alt und das wird ja immer kritischer im Augenblick. Gerade besonders dann, wenn die Leute jetzt auch noch mehr oder weniger aufgerüstet werden mit Molotow-Cocktails und jeder, der sagt, oh ja, wunderbar, ich kriege jetzt ein Gewehr. Und die Frage ist immer, gegen wen die Gewehre eingesetzt werden. Wir dürfen nicht vergessen, welche Streitigkeiten untereinander dabei auch gewesen sind. Das ist ja eine sehr kritische Geschichte gewesen. Und wenn ich heute beispielsweise in die Massenmedien reingehe, in die westlichen Massenmedien und höre mir dann die objektive, richtige Information an, dann steht dort das BVB, also Borussia Dortmund, zum Beispiel ehemaligen Bundeskanzler Schröder rausgeschmissen hat. Und dann steht zum Beispiel drin, dass 1 Million Dollar Kopfgeld auf Putin ausgesetzt wurde, tot oder lebendig von einem Geschäftsmann, einem Russischen, der in USA lebt. Also eine ganz klare Anordnung zur Hinrichtung. Also ein Killerkommando könnte jetzt damit in Gang gesetzt werden, weil 1 Million ausgesetzt wird. Und das ist dann die seriöse Nachricht. Und die dürfen bleiben. Im Gegenteil, die werden also noch forciert. Aber das andere ist Propaganda. Und so einfach kann man es sich nicht machen, weil auch auf der russischen Seite und auf der westlichen Seite ganz klar alles propagandistisch aufgebaut wird, voller Emotionen, voller Hass. Und ich muss ehrlich sagen, wenn einer aufruft zum Beispiel zu einer Hinrichtung, also einen Auftrag in die Zeitung reinstellt mit 1 Million Kopfgeld, wer Putin bringt, und zwar tot oder lebendig, da ist für mich allerdings dann die objektive Berichterstattung schon überschritten. Aber das geht im Westen dann durch und das macht mich traurig.